Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge von Rescue Haku, der Tycoon, und unsere Autos sind zurück. Oh, die fahren da aber wie nix. Wir haben noch einen offenen Einsatz, den wir da noch schicken sollten, und wir haben leider keine Ausrüstung, aber Hauptsache, wir schicken etwas. Neuen Bewerber für die Polizei, den stelle ich am Tag an. So. Und der Prozess steht an. Wir sollen einen Mannschaftswagen der Polizei bereitstellen, steht da. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Kann ich diesen Wagen hier... Kann man den auch verkaufen? Geht das so wie im Baumenü, wenn ich jetzt hier... Ja, geht easy, so gesehen. Ich kann aber keinen Mannschaftswagen. Polizeistation einrichten, abschließen. Scheint aber nicht zu funktionieren. So. Vier Druckluftflaschen. Wir bräuchten fünf Leute, aber im Auto haben nur drei Leute Platz. Dann müssen wir die wohl so entsenden. Ja, das ist noch eine Stunde im Einsatz. Wir haben aber noch ein neues im Bau. Diese Stimme im Hintergrund, die regt dich auch irgendwann auf hier. Ja, ich habe kein Fahrzeug, tut mir leid. Ich kann auch um Hilfe bitten, komm, machen wir das mal. So, die Polizei war auch unterwegs und wir müssten hier... Papierkram 5 von 11, Polizeiakte 1 von 10. Also die kommen mit. Eine Person kommt mit da. Und so, da ist... Die Anforderung ist 250 Sterne. Kann das etwas mit dem zusammenhängen sein? Hier. Ansehens Obergrenze erreicht. Die Obergrenze wird am Ende der Woche erhöht. Ach so, jetzt haben wir 290. Kann ich mir jetzt das holen? Ja. Ah, okay, sorry. Ich hab's verstanden jetzt. Ich hoffe, ich hab's verstanden. Stelle ich den dahin, den wir brauchen für den Prozess, der ja... Wir haben keine SWAT-Ausrüstung. Das geht leider nicht. Wir haben da nichts. Ich hab so viel gemacht, wie ich konnte. So, die Kosten sind dann auch so eine Sache. Ich kann jetzt C40 ansehen plus 4000 umwandeln hier. Und Zuschüsse gibt es halt auch. Ja, wir müssen einfach mal... Man muss ein bisschen beobachten in dem Spiel, habe ich so das Gefühl. Oh, da geht's ab. Also... Als erstes, der ist ein dringender Einsatz. Austretender Rauch. Ich brauche fünf Leute. Ah, wenn ich mehrere markiere, dann wähle ich mehrere aus. Okay. Gut zu wissen. So. Fünf Leute und vier Druckluftflaschen. Los geht's. Eine Taube hat ein Ventil. Also eine Ventilation ist in eine Ventilation eines Bürogebäudes geflogen. Zum Glück haben wir eines mit einer Leiter, ein Fahrzeug. So. Will ich die drei schicken. Und dann haben wir da noch einen Einsatz. Wieder bei diesen Bildern. So. Hippies haben ein Feuer gemacht. Okay. Und da brauchen wir natürlich Polizei. Ah, das kann ich so auswählen. Okay, ich habe hier ein Fahrzeug. Da habe ich auch noch Leute. Agile braucht sehr viele Leute. Und wir haben keine Schaumlöscher. Da sind wir schon mal sehr gut bereit. Ah, und in diesem Mannschaftswagen hat SWAT-Ausrüstung schon drin. Ach so ist das. Fünf Polizisten bräuchte es da.
So, schicke ich so 6. Ausrüstung für Massenkontrolle haben wir auch nicht. Achso, ich habe 5 Leute in einem Fahrzeug, wo nur 3 Platz haben. Also 52%. Immerhin mehr als die Hälfte. So, und jetzt wenn ich da mal auf Play gehe, dann ist fast alles aus unserem Haus raus. So, erfolgreicher Notfall. Ich bin gespannt in 4 Stunden dann. So, und hier habe ich halt auch überhaupt nicht mehr die Kontrolle, wer in der Nacht arbeitet und wer am Tag arbeitet. Erfolgreicher Notfall. So, jetzt bin ich gespannt, in 2 Stunden. Ein Laden wird ausgeraubt. Da nehme ich das SWAT-Fahrzeug. Mit 5 Besatzungsleuten. Los geht's. 100%, das ist ja schon mal sehr schön. Und die in 2 Stunden, die müssen mal warten fürs Erste. In einer Stunde sollten ja die anderen zurückkommen. So, ich bin gespannt, ob die erfolgreich waren. Die Verhandlungen beginnt gleich. Stellen Sie sicher, dass Sie die erfolgreichen Ressourcen haben. Wir haben es gerade wieder bekommen. Ja, er war erfolgreich. Sehr schön. Ah ne, und da steht ein Notfall fehlgeschlagen. Bauen Sie Arrestzelle und Bank zum Abfertigen von Verdächtigen. Aktivieren Sie die Bank zum Abfertigen von Verdächtigen, damit die Polizei den Gefangenen abfertigen kann. Das haben wir bereits gebaut. Nachdem Ihr Fall abgewickelt ist, gehen Sie in die Freiheit oder ein richtiges Gefängnis. Das muss ein Gesetz entscheiden und ist nicht Ihr Ding. Was hingegen Ihr Ding ist, Geld verdienen, indem Sie den Verdächtigen verhören. Je mehr, desto besser. Okay, jetzt einen Moment schnell. Ich nehme die beiden Leute mit diesem Streifenwagen. Los geht's. Und diesen Streifenwagen mit diesen beiden Leuten. Okay, wir haben ja da schon 3 Zellen gebaut. Da haben wir jetzt einen Gefangenen. Aha. Und ich kann das jetzt aktivieren. Aber wir haben niemanden, der das kann. Also wir arbeiten noch daran, möglichst viele Leute einzustellen. Vielleicht sollten wir ein paar neue Schließfächer haben. So, wenn ich jetzt hier mal eine Wand reinbauen würde. So. Sind ja die richtigen. Vielleicht lag es an dem, dass wir keinen neuen Bewerber mehr bekommen, aber ich denke nicht. Ich denke, wir hatten da noch genug. Aber genug Polizisten haben wir bestimmt nicht. So, erfolgreicher Notfall. Also einer war nicht erfolgreich. Und wir haben 0 und 0 untätige Leute. Also... Und ah, da oben steht ja. Einstellungsobergrenze ist 24 und 16. Okay. Ah, da sehe ich auch, wie viele Schließfächer ich habe. Das ist, ist gut. So, jetzt haben wir hier Lufttank 23, Tauschpumpe 2... Papierkram und andere Dinge. So, aber jetzt kann ich das aktivieren. Ja, kümmert sich trotzdem keiner drum. Erfolgreich. So, ja, ich würde mal so weiterfahren. Bald kommt der Prozess. Jetzt muss einfach nichts anderes mehr reinkommen. Jawohl. So, der da. Wir haben 7 Leute. Das ist schon mal nicht so schlecht. Mehr haben wir leider nicht hinbekommen. So, und jetzt gehen alle, die da sind, gehen einmal hier rüber, holen sich ihr Zeug. Es tönt hier, wie wenn jemand etwas zusammenschlagen würde. Und bewegen sich dann Richtung dem Einsatzfahrzeug. Wo die so reinspringen. Interessant.
Und los geht's und weg sind sie. Also, da bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Die Stadtanbindung hier, die ist ein bisschen mäßig gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, diesen Stuhlbug habe ich immer noch. Und wir haben einen neuen Bewerber. Ah, da wäre einer gewesen. Dann zeigt mir hier an, wie viele Leute wir da haben. Das könnte schon sein. 5 und 7 werden 12. Plus den 1 sind 13. Ah, das zeigt mir also an. Sehr gut. Also ich stelle den einfach mal ein. Vielleicht kümmern sie sich ja mal um den. Was? Notfall fehlgeschlagen. Mach schnell Pause. Sie haben versagt. Sie dachten, sie könnten immer der Held sein. Dafür werden sie zahlen. Die Finanzierung ist aus diesem Grund weniger als großzügig. Nun ja, geben Sie es besser für die Verbesserung Ihrer medizinischen Abteilung aus. Lassen Sie uns ein paar einfache medizinische Stationen bauen. Auf diese Weise werden die Patienten nicht in ein Krankenhaus weitergeleitet, sondern wir erhalten das Versicherungsgeld. Also es ist ja schon irgendwie ein bisschen, ja, was soll ich sagen, da immer einkassieren geht es hier drum. So, jetzt, wir haben nämlich einen neuen Bewerber. Kann ich jetzt dieses Areal hier auch kaufen noch dazu? Okay, wir sollen einen Krankenwagen, Standardfahrzeug. Schau mal schnell. Garage. So. Ja, jetzt ist dieses Grundstück uns. Ist ja schon mal nicht schlecht. Da drüben. Ja, gut. Also. Dann würde hier eine neue Garage hinkommen. Die gleich da bis zur Ecke geht. So. Ein Korridor, der hier bis ganz hinten geht, den machen wir da aber mal so rein. So. Mit einer Doppeltür hier. Ah, die geht nur gegen die Straße. So, geht aber auch so. Sieht vielleicht nicht ganz so schön aus dann. So. Wir können aber gegen da können wir dann eine Doppeltür machen, oder? Ja, das geht. Super. Okay, dann haben wir Garage. Dann kann ich mir hier der erste Krankenwagen freischalten. Der kommt dahin. Ich warte noch, weil vielleicht schalten wir da noch was anderes frei. Mit weiteren, sag ich mal. So, dann haben wir da für die Sanitäter Schließfächer. Die würde ich jetzt mal hier oben anbringen. Da passt es noch super in den Raum rein. Büro brauchen wir dann wieder eine Station zum Anheuern. Also mit dem Büro bin ich am wenigsten zufrieden bis jetzt. Muss ich ja mal echt sagen. So, im Bad gibt es was Neues. Ein Kosmetikspiegel. Die Sache ist halt, ich muss die wichtigen Dinge freischalten. Und da gehören bestimmt nicht die Dinge dazu. Weil das kostet alles Ruf hier. So, ich sollte zuerst mal medizinisch etwas schauen. Und das könnten wir mal hier integrieren, so. Weil wenn da der Korridor richtig weitergezogen wird, geht er da durch. Und diesen Raum können wir da noch vergrößern. So, eine Tür. So, ihr seht, das geht ständig runter hier. So, das benötigt eine Mauer. Also hier. Zum Beispiel. Und das ist ein medizinisches Labor. Das passt doch hier perfekt rein. So. Dann haben wir da noch den Platz offen.
drücke ich mal auf Play, dass da mal die Dinge gebaut werden. Dann sehen wir, was da noch übrig bleibt. Verbrennungseinheit bauen. Was auch immer die Verbrennungseinheit... Ah, die entsteht jetzt. So, bekomme ich da einen besseren Platz? Hier zum Beispiel. Das ist die Verbrennungseinheit und der Medizinschrank. Hier geht ja bestimmt nicht. Ja, würde schon gehen, aber ich nehme an, dann kommt man nicht mehr vorbei. Ja, genau. Sehen wir her. Konnte man eigentlich wissen. Baue ich den mal dahin. Gut. Warum sind jetzt die anderen Dinge... Ah, weil ich sie nicht freischalten kann, weil ich zu wenig Ruf habe gerade. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen investiert hier. Ich würde dann vielleicht doch... Wir können mal hier mal schauen. Es gibt noch zwei weitere Fahrzeuge hier. Aber wir können ja das im Grunde genommen immer wieder neu bauen. So, bauen wir einfach noch eines. Gut. Und da müssen wir natürlich weitere Leute einstellen, ganz wichtig. Ich habe für 12 Leute habe ich Plätze hier. Für 28 Polizisten und 24 Feuerwehrleute. Das passt schon so. So, zwei Polizeieinsätze. Polizist in der Nacht, die am Tag... In der Nacht. So. Ah, man kann auch die Karte, aber ich kann jetzt hier nicht bewegen, oder? Nee. Ich kann nur den einen auswählen. Das Interessante ist, dass beide mal dasselbe steht. Das ist wirklich sehr interessant. So, drei Leute. Wir haben leider... Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Gut, wenn ich mehr Leute entsende, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und wenn ich da den Super-Duper-Wagen nehme. Ja, das ist natürlich... Ich entsende die mal so. Die muss man gar nicht... Und da können wir nicht um Hilfe bitten. Und dann warten wir doch mal noch ein bisschen. Vielleicht können wir noch Leute anstellen. So geht's ja auf jeden Fall nicht. Den lasse ich mal so gehen. Da kommt noch ein anderer Einsatz dazu. Da bräuchten wir jetzt wieder Waffen. Das Glück auf unserer Seite. Da ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht sehr hoch. Starker Rauch dringt aus einer Villa und Menschen sind darin eingeschlossen. Das Feuer scheint auf das Innere des Hauses beschränkt zu sein, ist aber trotzdem ziemlich groß. Gut. Am besten ein Leiterfahrzeug. Also nehme ich das hier. Und ein Wassertank. Dann haben wir den auch schon dabei da. 10 Lufttanke würde ich da mitgeben. 6 Leute. So, 100%. Sehr schön. Wir brauchen ja Ansehen. Das ist ja das Hauptding, wo wir jetzt gerade dran arbeiten. So, steigen Sie ein und weg sind Sie. Sehr schön. Das hier rumgeht. Jetzt können sie auch hier rein und raus. Das ist gut. So, zwei Notfälle sind fehlgeschlagen, leider. Fahrzeugstörung haben wir auch. Der Umweltgipfel ist für Ende der Woche geplant. Ein großer, glatzköpfiger, wütender Vogel zwitscherte, dass eine Sabotage des Ereignisses bevorsteht. Der Vogel ist an der Macht, daher folgen wir. Bereiten Sie eine weitere Sicherheitsdemonstration vor.
Das ist die Aufgabe. Wir stehen auch hier. Ja, genau. Wir brauchen Schutzausrüstung hier. Und da brauchen wir biochemischer Wirkstoff. Oh, toll. Das ist richtig toll. So. Wir haben leider nicht das erfolgreiche Ansehen bekommen. Haben da noch neue Bewerber. Der Platz ist aber auch hier beschränkt. Also ist halt leider so. So. Also ich lasse noch ein bisschen so laufen. Der füllt wieder die Flaschen auf. Brauchen wir, glaube ich, auch. So, dieses Fahrzeug. Ah, das kann ich auf Reparatur umschalten und dann wird passiv hier repariert. Das ist natürlich toll. Machen wir das mal. So, also ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid auch da wieder dabei. Eine neue Aufnahme, da kann ich dann auch mal auf euer Feedback eingehen. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!